Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexe angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Hä? Das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat. Na, die wird mir bestimmt dieses Anwesen geben, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich weiß nicht richtig, was ich darauf antworten soll. Ich schreibe die 3. Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Gold. Wie enttäuschend. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stoffproben für neue Kleider vorfinden. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest wenig Verwendung für die Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edle Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an, aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Krass, ich wusste, dass wir das so ein Anwesen kriegen. Und ich wusste auch, dass es das ist. Sehr geil. Das erste Opfer, was wissen wir darüber? Das zweite Opfer. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Caspi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben, und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben, doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon de Lac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest. Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon de Lac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden, in Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt.
Ramon de Lac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. De Lac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte. Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Die fünf Tugenden, warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit, Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Mitton hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Milton de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und du Lac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen.
Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Ich hab schon eins. Plötzlich ist es ein magisches Pferd. Es kann teleportieren. Edle Herrin! Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin. Edle Herrin. Gib acht, dass es nicht knittert. Vorwärts! Hey! Das ist Seide, pass doch auf! Gib mir das! Also reiten kann sie auf jeden Fall schon mal. Sehr geil, wie sie sich einfach einen Überrock abgemacht hat. Och, was lädt's denn jetzt? Was Menschen trauen Anderlingen nicht. Oft entladen sich rassistische Spannungen in den Städten, in denen sie zusammenleben. In Pogrom und Massakern. Aha. Das war aber eher so Witcher 1 und 2. Hey, ja, schalt wie zu Hause. Fällt mir ein, wir haben ja auch noch Inventar, wir haben neue Sachen bekommen und wir sind auch ein Level aufgestiegen. Besitzurkunde von Corvo Bianco. Wir, Anna Henrietta, Herzogin von Toussaint, von der Göttergnaden, übertragen Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen, hiermit die Ländereien des Weinguts Corvo Bianco mit allen darauf befindlichen Gegenständen und allem Vieh. Außerdem wird Gerald von Riva zum Besitzer des Weinguts ernannt und verpflichtet sich zu dessen Erhalt und Pflege. Möge er das Weingut in einen produktiven und schönen Ort verwandeln und sich an der Ernte des Landes bereichern, zu seinem eigenen Ruhm und zum Ruhme Toussaint. Hiermit sei kundgetan, dass in unserem wunderbaren Reich Taten und Schönheit nicht unbelohnt bleiben und das Land nicht brachliegen soll. Denn sowohl Taten und auch das Land sind dazu da, wunderbare Früchte zu tragen. Die allergnädigste Herzogin Anna Henrietta. Okay. Dann mal noch der Charakter und da machen wir hier ein Plus rein. Es ist ja glaube ich nur 3 Stufen, oder? Ja, es gibt nur 3 Stufen. Jetzt haben wir das auch wieder aufs Maximum. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was wir dann als nächstes nehmen, aber das entscheiden wir dann, wenn wir am nächsten Level aufgestiegen sind. Gut. Ach ja, und wir müssten ja jetzt ein neues Tier hier haben. Moment. Glumare. In den Eingeweiden der Erde hausen sehr seltsame und schreckliche Kreaturen. Wenn sie jemals beschlössen, forthin an der Oberfläche zu wohnen, würden wir noch am ersten Tag der Invasion allesamt verschlungen. Ramus Wenden Ratz Steiger aus Mahaka. Glumare verbringen den größten Teil ihres Lebens tief unter der Erde und pflegen mit der Oberwelt keinerlei Kontakt. Manchmal allerdings kommen sie doch nach oben und verschlingen sämtliche Menschen in Reichweite. Einige Glumare graben ihre Tunnel auch dicht unter der Oberfläche, so dass es zu Erdbeben und zum Einstürzen von Gebäuden kommt. Da Glumare blind sind, orientieren sie sich an Vibrationen und Geräuschen. Die beste Taktik im Kampf gegen solche Monster besteht folglich darin, etwas Schweres oder Lautes gegen einen Felsbrocken oder eine Wand zu werfen und dann stumm zu beten, dass die Bestie sich auf den Lärm stürzt und durch die Kollision mit dem Hindernis außer Gefecht gesetzt wird. Glumare des Kaisers von Nilfgaard. Da der Turnkämpfe in riesigen Arenen sind eine beliebte Form der Unterhaltung in Nilfgaard. Üblicherweise sind die Kämpfer speziell zu diesem Zweck ausgebildete Sklaven. Manchmal lassen die Arenameister jedoch auch Menschen gegen Monster antreten. Der Glumare, gegen den Geralt auf dem Turniergelände kämpfen musste, war ein Geschenk des Kaisers an seine Verwandte, die Herzogin Anna Henrietta. Das Monster war schon jung gefangen und von nilfgaardischen Ausbildern auf seine Bestimmung vorbereitet worden. Das heißt allerdings nicht, dass die Bestie zahm gewesen wäre. Im Gegenteil, ihre Wildheit war ganz und gar ungebrochen. Wie alle Kreaturen dieser Spezies war sie blind und konnte die Position ihres Gegners aber punktgenau per Echolokation bestimmen. Black Glumare hatte einen starken Panzer und nahezu undurchdringliche Haut. Außerdem konnte er sich zusammenballen und seine Feinde überrollen.
Der Bauch allerdings war relativ verletzlich und nach Überrollversuchen vorübergehend exponiert. Schließlich besiegte Geralt den Clumar nach langem, hartem Kampf. Als die Herzogin ihn dazu aufforderte, der Bestie den letzten Streich zu versetzen, weigerte der Hexer sich jedoch, sie zu töten, nur um das Publikum zu amüsieren. Korrekt. Die Bruxa von Corvo Bianco. Die Bruxa, auf die Geralt von Corvo Bianco stieß und die er in Notwehr tötete, unterschied sich von anderen Kreaturen dieser Art. Sie war ungewöhnlich intelligent und konnte sich sogar ohne große Schwierigkeit in der menschlichen Sprache äußern. Außerdem stand diese Bruxa mit dem Biest in Verbindung, jenem geheimnisvollen Mörder, der zu jener Zeit Beauclair unsicher machte. Der Kampf war für Geralt durchaus herausfordernd, wie alle Bruxa besaß auch diese übermenschliche Kraft und Beweglichkeit. Sie konnte sich unsichtbar machen und Schall als Waffe einsetzen. Wie bei Vampiren üblich, war sie darauf aus, ihrem Opfer das Blut auszusaugen. Das hieß, dass die übliche Abwehrmaßnahme gegen solche Kreaturen, der Drang schwarzes Blut, auch in diesem Fall wirksam sein würde. Ebenso wie Mondstabbomben und natürlich das gute alte Silberschwert. Okay, jetzt haben wir's, weiter geht's. Mach den Weg frei, sage ich! Hause ist es am schönsten. Hier ist es, gleich um die Ecke. Schneller! Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen... Oh krass, wir sind jetzt von hier angekommen. Das sind wir aber ziemlich weit geritten, haben nur ziemlich wenig davon gesehen. Palast von Beauclair. Als eines der besterhaltensten Artefakte des Elfenzeitalters wurde der Palast von Beauclair vom nilfgaardischen Architekten Faramond mit großer Liebe zum Detail restauriert und teilweise wieder aufgebaut. Meister Faramond, Gelehrter und Experte nichtmenschlicher Architektur, gilt als Begründer des Neoelfizismus, für den der Herrschersitz von Toussaint ein Paradebeispiel ist. Das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können Sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden. Wir haben keine Wahl, aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Unglaublich. Bin ja mal gespannt, ob wir den retten können. Wir waren ja schon irgendwie leicht befreundet mit ihm, wie es aussah. Nein, lieber doch hier lang. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Goldener Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Miltons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Okay. Alles klar? Dann an die Arbeit. Okay, okay. Kann ich hier runterspringen? Speichere doch mal. Sorry. Ein Fiorano von 1290. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, einfach hier runterspringen wäre ein bisschen hoch gewesen. Deswegen laufen wir lieber. Das Pferd ist näher, deswegen gehen wir da zuerst hin. Können wir jetzt meditieren? Ach, wir können sogar meditieren. Wie dumm ist das denn? Mache ich natürlich nicht, weil es irgendwie total unlogisch ist, jetzt zu meditieren. Auch wenn es langsam dunkel wird. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst, sonst kriegt die Bestie ja Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Ha 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 ha!
Wieso hat er denn nicht mit seinem Zauberkraft beruhigt? Axi, was ist denn los? Idiot. Finde ein Leckersch mit Hilfe deiner Hexersinne. Ach so. Ich dachte, ich muss ihm hinterher rennen. Ein Leckerschen. Da. Plötze mag Möhren. Vielleicht mag das Einhorn sie auch. Bereite den Einsatz vor, indem du im Inventar an der richtigen Stelle platzierst, bla bla bla. Das ist eine Unverschämtheit, sag ich. Das ist gegen die Regeln. Plötze mag auch kein Brot, nur altes. Was, oder? Nee, er liegt noch mehr. Das ist Victor, der Hengst. Vielleicht von Gräfin Nocturna. Einhörner, Regenbogen, kleine Mädchen. Vielleicht Süßigkeiten. Skandal! Kalter Wildbraten dürfte nicht ganz das Richtige sein. So. Bring die Karotten zum Einhorn, um sein Vertrauen zu gewinnen. Ich dachte, der Gewürzkuchen. Was denn jetzt? Ich glaube, es müssen die Karotten sein. Das würde ja nicht dastehen. Also wählen wir direkt mal die Karotten aus. Wo ist denn das jetzt? Karotten. Das ist eigentlich ein Questgegenstand. Boah, wie soll ich denn das finden? Wo ist das denn? Egal, ich versuche jetzt erstmal die Karotte, den Gewürzkuchen und dann nehme ich halt. Und dann versuche ich halt die Karotte wieder zu finden. Ah, fast hätte ich es gehabt. Den Keks zum Einhorn. Komm, Einhorn. Okay, ich sehe gerade, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, aber ich würde gerne wenigstens das mit dem Pferd noch zu Ende bringen. Es hat wohl keine Lust auf Leckereien. Scheiße, jetzt muss ich die blöde Karotte nehmen und ich weiß nicht, wo ich die wieder herbekomme. Wo ist die denn? Ach, hier. Oh, fuck, war das einfach. Okay, sorry. Probe Karotten. Was hältst du von einer köstlichen Karotte? Nice. Ruhig. Die Gärten sind riesig. Ich reite besser. Was? Ist doch direkt hier, ist doch nicht weit weg. Außerdem ist ja kein Platz. Mit den ganzen blöden Begrenzungen der Wege kann man ja auch nicht querfeld einrennen, Quatsch reiten, deswegen ist dann ein Rennen doch besser. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand? Das ist nicht erlaubt. Das geht nicht. Ist das nicht gegen die Regeln? Sich alle aufregen. Na, schwer. Es gibt also auch noch mehrere, oder was? Trophäe. Warum ist denn da überall was zu essen drin? Aber ist gut für mich, weil Verzehrbares habe ich immer ganz gern. Ach, ich wollte die Folge doch eigentlich beenden nach dem Pferd. Naja, dann machen wir jetzt zumindest das noch zu Ende. Hey, warte. Halt, es ist wichtig. König Kormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse.
Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann. Oder jene Frau, der das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. Ein Schlüssel. Sehr geil. Mann, du verfluchter Trottel. Er hat das Spiel verdorben. Tut mir echt leid, dass ich das Spiel verdorben habe, aber es geht um Leben und Tod, verdammt nochmal. Bei euch geht es auch um Leben und Tod, deswegen müsst ihr morgen wieder einschalten. In diesem Sinne, bis dahin, euer Paxis. Tschüss.